Hallo, liebe Minecrafter, hier auf Eldercraft in Folge Nummer 78787888777. Keine Ahnung, war keine Telefonnummer, sondern einfach nur die Folgennummer. Ich weiß es aber gerade nicht, ich glaube, die 7 war es gewesen. Ja, wir haben ja gestern aufgehört, hier fröhlich hier auf dieser Insel. Das Monty, hier ist gerade so ein bisschen, so ein schöner Setzling, nehmen wir mal mit. Und wir sind ja immer noch fröhlich dabei am Holzfarmen. Da hat sich noch nicht viel verändert seit gestern. Ich mache eine Aufnahme Season. Das heißt, ich nehme für 3 Tage im Voraus auf. Muss ich machen, ne, falls was dazwischen kommt. Wisst ihr Bescheid, kennt ihr. Das heißt, es hat sich an meinem Gesundheitszustand nicht wirklich viel geändert innerhalb der letzten 1,5 Stunden. Macht aber gar nichts. Das heißt, es ist jetzt die letzte Folge dieser Season, die wir gerade aufnehmen. Kommt da einer? Ne. Und ja, deswegen sind wir noch fleißig am Farmen. Wir haben ordentlich was geschafft in dieser Aufnahme-Season. Das können wir in dieser neuen Folge jetzt erstmal gleich sagen. Das ist wirklich schon nice. Da ist einiges reingekommen. Und auch ins Wasser gerade geplumpst. Ich habe jetzt nasse Füße bekommen, so ein Shit. Egal. Und hier, schaut mal, Leute. Wow, oder? Wow. Yeah, sagt er. Yeah, sagt er. Geilo, geilo. Also haben wir erstmal ordentlich Holz drin in den Hütten hier. Können wir schön in den Admin-Shop gehen und dann erstmal schön vertickern die ganzen Sachen. Aber irgendwas muss ich rausschmeißen. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, was. Ja, den Apfel. Ich glaube, ich entscheide mich hier für... Also eigentlich die Kohle. Was soll ich eigentlich mit der Kohle? Bei Kohle? Was braten muss ich mir jetzt nicht? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ach! Wo kommst du denn her? Bist du gestrandet? Ja, aber bevor das hier irgendwie despawnt, muss ich mich ja schnell mal entscheiden. Also ich entscheide mich mal eben, dass ich die Kohle mal irgendwo hier hinschmeiße. Und jetzt irgendwie... Jetzt ist hier auch noch nass geworden. So... Wer bist du denn? Bist du Aquarius? Aquarius? Hallo? Na? Klüpschi, klüpschi! Ins Wasser geschubst! Komisch, das ist ja voll eine Kohle. Das ist voll hier ein Diamond-Schwert irgendwie und irgendwie. Komisch. Ne? Baum? Baum? Mein Freund, der Baum. Ah, aber doch nicht mit dem Schwert, mein Freund. Hier, mach das so. Plumpst, da plumpst das auch schon runter. Und irgendwie sehe ich jetzt... Ach, hier ist noch ein Stamm, jetzt sehe ich das. Ja, das ist ja klar, dass das hier auch noch ab muss. Weil das plumpst ja voll ins Wasser rein. Hast du mal eine Axt im Kopf gekriegt? Guck mal hier, boing. Weg war er. So, wir müssen wieder Schabernack machen. Ja, hallo, wo ist denn mein Baum hingeflogen? Beziehungsweise, oh, da habe ich jetzt eine XP gekriegt hier. Prima. So, ja, aber irgendwie da oben, da müsste doch noch Holz sein, oder? Ich steck mich mal eben nach oben. Mal so gucken, was hier so in der Baumkrone los ist. Mal ein bisschen mal was wegnehmen da. Ich sehe ja gar nichts. Ja, also ich glaube, da ist jetzt, wenn ich das so richtig sehe, kein Holz mehr versteckt. Da noch vielleicht. Weil ich lasse ja ungern so Baummaterial. Es kam da irgendwas drunter. Was habe ich denn jetzt gerade gekriegt? Krass, ey. Schwarzeichensetzlinge auch schon wieder. 30 Stück, ey. Fast ein halbes Decken voll. Das ist schon phänomenal. Und Leute, guckt mal hier. Schwarzeiche auch schon wieder, ja. Ey, das geht doch mal ab wie Schmitz Katze hier, ey. Also die ist, guck mal hier, auch Schwarzeiche. Also die ist mega effizient, die Schwarzeiche. Das ist wirklich irre. Was da gerade abgeht, also die macht richtig Party. Das macht richtig Spaß. Also seid ihr Holzfäller, Leute, kümmert euch um die Schwarzeiche. Die ist very nice, also. So, ich nehme jetzt mal die Fackeln hier mit. Ich baue hier irgendwie Kunst. Krass. So, oh, Morgenrot in Rowfeed Forest. Wow. Sag mal, wo ging das eigentlich hier? Da ist übrigens noch ein Setzling, den nehme ich mal eben mit. 31. Ja, und ich glaube, wir... Ach, guck mal, da gibt es lustige Pilze da hinten. Ich glaube, ihr Boot ist ja kaputt, ne? Da brauche ich ja eh nicht. Aha, da oben läuft lustiger Creeper rum. Na?
Creeper, gehst deines Weges, machst einen Morgenspaziergang. Macht er jetzt da einen Morgenspaziergang? Ich glaube schon. Ach, jetzt kommt er angewackelt. Das ist immer wie so ein Hund. Hey. Oh. Oh. Was war das denn? Hier ist Silvester auf der Insel? Hm. Ist heute irgendeine Feierlichkeit? Was ist das denn da schön? Oh, wo geht's denn da hin? Interessant, interessant. Ja, toll. Hat er mir hier ein bisschen was beschert? Gut. Ja. Ist nett. Ist nett. Ja, ist nett. Komm. So, aber ich will trotzdem hier mal ein bisschen von dem Baum haben. Der kam im Doppelpack, der Creeper. Da war ich der Meinung, hier ein bisschen so einen auf Explosion zu machen. Naja. Kennen wir ja nicht anders, oder? Von den alten Gurkenköppen. Also ich finde, das ist eigentlich wirklich... Ich weiß eigentlich, ich bin immer noch ein bisschen mit mir am Hadern, Leute. Jetzt hier, wo ich diese Aufnahme-Season wieder mache. Wie gesagt, 3 Folgen bin ich gerade am Vorproduzieren. Für 3 Tage also. Und da stelle ich doch schon wieder fest, was du so in 3... Ich meine, das sind fast 1,5 Stunden, ne? Und wenn man da so sieht, klar, machst du Inventory auf, das sieht schon ordentlich aus im Verhältnis, wenn wir bedenken, wie wir angefangen haben, eigentlich fast mit 0. Aber das ist so krass, also klar, ich quatsch euch hier ja irgendwie zu, aber irgendwie, es passiert halt sehr wenig, ne? Und in so einem Let's Play, da sollte eigentlich immer ein bisschen was passieren, ne? So, wisst ihr, was ich meine, ne? Irgendwie mal ein bisschen Action oder so. So wie hier, das ist jetzt auf einmal eine Hacke, das ist aber auch blöd hier. Ich will mir jetzt nicht extra eine neue Axt machen, oder? Wie jetzt? Fange ich an jetzt echt? Nee, oder? Ey, nö. Das ist ja doof. Ja, nee, das ist ja beschissen hier, komm. Das ist ja blöd. Nee, und da habe ich echt festgestellt, das ist wirklich mehr so ein Thema, also, beziehungsweise so ein Ding, was eigentlich so wirklich für Stream wäre, für Livestream, ja, dass du dann wirklich so anfängst und sagst so, okay, komm, machst du Livestream und jetzt machst du hier wirklich mal richtig Farmen für 2-3 Stunden, dass du dann mal wirklich hier, weiß ich nicht, stundenlang hier wirklich die Baumstämme, hier die Drohholz abnudelst und dann halt nebenbei ein bisschen mit euch kommunizieren, weil es fehlt mir hier so ein bisschen, dass ich halt jetzt hier so meinen Monolog für mich abhalte. Was mich jetzt auch nicht persönlich, ja, ist klar, stört das mich schon so ein bisschen. Weil, ja, ich finde das immer so ein bisschen so, ja, Mensch, weil was willst du, weil irgendwann hast du ja alles erzählt, bist du so, klar, kann man über aktuelle Tagesthemen, kannst du ja ein bisschen sprechen oder machst hier nochmal ein Witzchen oder so, holst du aus der Konserve raus, keine Ahnung, aber irgendwie wird es ja dann auch langweilig. Gerade bei so vielen Formaten, die ich hier mit Minecraft habe. Da ist das schwierig irgendwie, finde ich, so euch bei Laune zu halten. Deswegen finde ich das schon immer ganz cool, wenn man sowas live machen würde. Ja, ja, nur dann ist immer ein bisschen so, hm. Ja, weiß ich nicht. Ist immer alles so, ja, wie man es gerade sieht. Ne? Einmal ist das besser, manchmal ist das besser. Aber ich werde es mal probieren. Bis jetzt haben wir Eldercraft noch nicht bis Datum, Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir das noch nicht gemacht. Aber vielleicht werden wir das doch wirklich mal irgendwann demnächst mal streamen. Geplant ist es. Ey, sag mal, ich krieg hier voll Paras irgendwie. Ich weiß nicht, was da los ist hier. Ich sehe immer irgendwelche Schatten, so wie ob hier irgendwelche spektral unsichtbaren Spieler hier sind. Ja, oder ist das doch vielleicht so Herobrines? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ah, gruselig, gruselig. Kriegt ja wirklich schon den Inselkoller. So. Gut. Jetzt haben wir das erstmal mitgenommen. Was ist das hier? Auch wieder Schwarzeiche. Naja, ist logisch. So. Und ich sehe gerade, wir können mal nebenbei was essen. Dann haben wir gleich wieder... Ach. Ja. Okay. Aber macht gar nichts. Können wir mitnehmen. Machen wir... Dings draus. Neues Boot vielleicht. Das können wir machen. Und ich merke gerade, ich bin schon wieder total voll. Habe ich das jetzt, ordentlich abgebaut? Und ich bin total durcheinander hier. Ich bin total durcheinander. Der Typ, der ist durch den Wind, merkt ihr? Verrückt. So, aber hier sieht es so ganz gut aus. So, dann werden wir mal Folgendes tun. Wir werden jetzt mal das hier umwandeln. Blob hat es gemacht. Das werde ich umwandeln. Und davon mache ich mir jetzt ein Boot.
So ungefähr. Und das nudel ich eben nochmal kurz um. Das mache ich dahin. Und das packe ich mal eben dahin. Und da ich ja keine Akazie mehr habe, erlaube ich mir einen Streich und platziere hier so ein... Was ist denn das eigentlich? Ach, Sand. Ich dachte gerade, da ist irgendwas, was leuchtet. Nee, dann mache ich hier einfach so ein lustiges Ding da hinsetzen. Da denken die auch so, was ist denn das? Das ist doch aus der Savanne. Das kommt doch ja nicht aus dem Wald. Was ist da los? Nee, dann verwirre ich die Leute ein bisschen. Cool. Ja, eigentlich würde ich ganz gerne das Decken hier noch voll machen wollen. Da fehlt jetzt noch ein bisschen. Ich glaube, prophylaktisch könnte ich mir ja vielleicht mal einfach nochmal hier so ein Ding da mal mitnehmen. So eine, ne, ich meine hier, so. Ja, und dann nehme ich mir ein... Oh, ich sehe gerade. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für ein Crafting-Table. Ich bin aber auch wirklich total verstopft, das muss ich wirklich sagen. Also ich bin jetzt nicht im Darm verstopft, sondern hier halt, ne? Krass. Ih! Ah, ist das eklig. So, und jetzt komm, jetzt geht das ab hier. Die Axt ist eh gleich kaputt und dann habe ich ja wieder Platz. Na, das nehme ich schon immer ganz gerne mit, so ein bisschen Crafting-Table. Da muss ich mir nicht jedes Mal eine neue machen. Was soll die hier in der Prärie rumstehen? Ist ja auch ein bisschen doof. Ne, so. Und deswegen. Aber das machen wir mal eben nochmal ein bisschen voll hier. Das Teil. Das schadet nicht, wenn wir da nochmal ein Stecken voll haben. Dann ist alles ein bisschen ordentlicher. Aber ich glaube, ich gehe mit dieser Folge noch mit euch in den, ja, Admin-Shop rein. Ich glaube, den Spaß, den erlauben wir uns einfach. Was sind das hier für Geräusche? Was ist hier in dem Wald los, ey? Guck, welche komischen Geräusche da im Wald. Und wieso ist das hier eigentlich so hoch? Das ist eigentlich auch nicht normal. Komme ich da ran? Hallo. Hier komme ich ran. Er hat da schon so eine Ultraarme hier und dann... Oh, ey, so. Wobei, ja, diese schon in die Dings reingehen, in die Spawn, in den Admin-Shop. Ich weiß nicht, Leute. Keine Ahnung. So. Weil natürlich wäre dann auch das Inventory wieder leer. Wir hätten erstmal wieder ein bisschen Kohle gemacht. Ja, ich weiß nur nicht, ob wir das schaffen. Das ist die große Frage. Oder ob wir einfach wirklich noch ein bisschen weiter paddeln mit dem Boot oder so. Und na guck mal, 64, die kann ich schon wieder gar nicht mitnehmen hier. So ein Scheiß, ey. Ich fange jetzt wirklich das nächste Stacken an. Fuck. Weil ich einfach zu voll gedatscht bin. Hier habe ich 21, da habe ich 19 und 2 Eisen. Was kann ich aus 2 Eisen machen? Eine Schere. Nur was soll ich mit der Schere? Ofen. Brauche ich einen Ofen? Naja, vielleicht. Aber ich habe da genug. Ey Leute, ich lasse den Ofen hier. Ich lasse den Ofen hier, weil was soll ich jetzt mit dem Ofen? Aber ich habe einen Ofen eigentlich immer ganz gerne bei, eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, das gehört so mit zum Equipment. Also, ich meine, gut, ich könnte mir jederzeit einen neuen Ofen machen. Ja, ich lasse den Ofen hier stehen. Ist jetzt egal. Das ist wichtiger. Cobblestone haben wir. Ja, das ist einfach... gut. Überredet. So, das sind dann 9. Ja, jetzt hängen hier halt wieder... Ja. So, pass auf. Dann machen wir das wie folgt. Wir werden jetzt das Ding hier abnudeln mit dem Boot. Ja, so war das jetzt nicht gedacht. Also wir machen das so. Holen uns das so. Und jetzt gehen wir dahin und zack. Und sitzen im Boot drin. Cool. So, okay. In welche Richtung wollten wir denn eigentlich? Ich glaube hier lang, oder? Die haben ja nur so einen Abstecher gemacht, dass, woher weiß ich, dass ich in diese Richtung will? Ganz einfach, von den Wolken, da könnt ihr euch dran orientieren, Leute. Ihr müsst den Stand der Sonne immer im Auge behalten, wo der Mond ist, ne? Und dann wisst ihr auch, in welche Richtung ihr fahren müsst, also eure Orientierung. Und an den Wolken kannst du es auch machen. Guck mal, die sind so schön verpixelt, da klappt das recht gut. So, da ist der nächste Baum, Birke. Birke haben wir noch nicht. Da haben wir auch noch keinen Setzling. Aber wir haben auch wieder keinen Platz. Wenn ich mich von diesen Gesteindingern hier trennen würde, hätten wir 3 Slots frei.
Das sieht mir hier ganz nach einem Birkenwald aus. Beziehungsweise ein Mischwaldbiom mit viele Birken. Die hätte man dann auch schon. Übrigens, wir haben jetzt Bargeld 19.000. Also wir sind auf jeden Fall gestiegen, wie ihr seht. Das heißt, wir haben Geld verdient. Und ja, so macht das als Baumfäller. Eigentlich müssten wir das jetzt machen, dass wir jetzt wirklich hier hingehen und uns da die Birke krallen. Das müssten wir eigentlich machen, du. Jetzt sitzt, guck mal, wie der da in dem Boot drin sitzt, oder? Krass, ey, wie so ein kleiner Roboter irgendwie. Pring, Pack kaputt. So, ja, was machen wir denn nun? Was machen wir denn nun? Ganz durcheinander. Ja, Birke ist jetzt nun auch nicht so... Ja, aber komm, wir müssen es machen, Leute. Wir müssen das machen. Da kommen wir nicht drum rum. Crafting Table hin. Ich werde jetzt hier mal was machen. Und zwar eine Chest, so, eine Kiste. Und da packen wir jetzt ein paar Sachen rein, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel das hier. Ich lasse das da einfach mal drin. Quasi wir entrümpeln uns ein bisschen. So, das nehmen wir mit. Da hinten wandert lustig ein Creeper durch den abendlichen, ja, der macht ja so einen abendlichen Spaziergang, seht ihr, verrückt. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Platz wieder im Inventory und können wir uns mitnehmen hier. Wir müssen aufpassen, nicht, dass er uns jetzt gleich einen Besuch abstattet. Die sind immer so begeistert und gehen gleich in die Luft, wenn sie einen sehen. Deswegen hier, ne, mal Obacht hier. So, das war die erste freundliche Birke, Frau Birke. Frau Birke war cool. Okay. Mitten in der Nacht fängt er hier an, hier Bäume abzuholzen. Ja, ne? So verrückt. So. Ja, also wie gesagt, die Birke ist natürlich nicht ganz so ergiebig. Das wird ein bisschen länger dauern, bis wir hier so wirklich so ein Stecken dann zusammen haben. Ich hoffe nur, dass sie dann auch ein paar Setzlinge droppt, dass wir die beim nächsten Mal mitnehmen können. Dann können wir halt eine richtig professionelle Baumfarm machen. Und es ist immer so, wie ich mir das vorstelle, dass ich das dann später halt wirklich so, ja, wie so ein Shop dann halt auch habe. Wo ich dann im Angebot alle 6 Holzsorten habe. Und dann freuen die sich und ja, Mensch, dann ist doch klasse. Und Holz ist ja ein Rohstoff, das ist in Minecraft immer wichtig. Deswegen habe ich mich auch entschieden für den Holzfäller, weil damit machst du immer Kohle und wirst nicht arbeitslos. So, flupp, da haben wir auch schon den ersten... War das der Creeper? Nö. Creeper, da hinten steht er, ich sehe ihn. Hat er uns auch gesehen? Nee, er bleibt da erstmal wie verwurzelt stehen. Unser Glück. Ja, Birkenholz wird ja nicht ganz so oft benutzt, also ist nicht ganz so beliebt. Ich verstehe es nicht ganz, weil ich finde, mit Birkenholz kannst du prima Laminat machen. Das haben wir ja auch in den Let's Plays gesehen, dass ich das bevorzugt immer mache. Genauso wie ich die Akazie immer ganz gerne benutze, zum Beispiel zum Dachbau. Da finde ich die Akazie immer gut. Wenn wir jetzt von dem absoluten Vanilla-Texture-Pack aus dem Hause Mojang uns mal dran orientieren wollen, dann ist es halt so. Da sieht das, die Akazie wirklich ganz cool aus. Ja, oder auch die Tür, die Akazientür, die ist so schön luftig, die sieht auch gut aus. So, da haben wir 2 Setzlinge bekommen, 35 Mal haben wir davon, von der ganzen Geschichte. Ja, ja, Übrigens, die Aufnahme ist auch schon wieder in 5 Minuten zu Ende und wir haben ja wieder kaum etwas geschafft, Leute. Wir haben ja kaum etwas geschafft. Ich werde mal nochmal schnell mal eine Axt machen. Wir haben zwar noch eine, aber ich hätte gerne 2. So. Baumfäller muss immer eine auf Reserve haben, falls er mal schnell irgendwie wohin muss, ne? So. Ja, welche nehmen wir denn jetzt, welche Birke? Wollen wir hier in die Richtung weitermachen? Oder, ach komm, wir machen. Wir arbeiten uns hier so in die Richtung, ne? Ja. Nehmen wir uns mal die vor. Die will ja auch abgefällt werden. Ja, hier wäre eine Timber-Mod toll. Das ist aber gut. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Geht nicht. Wo packen wir uns mal die Tüten hier voll hier? Immer ein bisschen aufpassen hier. Ist immer... Dieses Biom neigt dazu, weil sie sich natürlich prima tarnen hier auch. Dass man hier wirklich mal einfach überrascht wird. Und dann macht es Bumm und dann ist es zu spät. Ich meine, wir haben zwar Rüstung um, aber... Immer ein bisschen Obacht geben. Hinter jedem Baum kann Gefahr lauern. Mal schön abchecken. Wie beim Militär hier, wir sind die Paramilitärs. Ja, was ist denn da hinten?
Da ist Lava, glaube ich. Oh, die gucken wir uns gleich mal an. Interessant, da können wir uns ein bisschen aufwärmen. Wobei das hier eigentlich einen recht frühlingshaften Eindruck macht. Genauso wie heute das Wetter übrigens. Heute ist ja volles Frühlingswetter draußen. Obwohl noch gar kein Frühling ist. So, zack. Kommt da einer? Da hinten steht auch ein Creeper. So, ja, hier erkennt man jetzt erstmal gar nichts. Okay, hier den können wir mitnehmen. Wir können ja den Creeper mal in die Lava, ist ja auch gemein, oder? Wenn wir das machen. Hm. Aber naja, ist ja nur ein Creeper eigentlich. Dass wir den so in die Lava da reinschmeißen, wenn wir das mal machen. Ich glaube, das machen wir mal. Den Gegner um uns. Die erschrecken uns ja auch immer. Können wir die auch mal ein bisschen erschrecken? Wo ist er denn, der alte Gurkenkopf? Guck mal, der hat den Plan durchschaut und ist deswegen abgehauen. Nee, ich sehe ihn. Da ist er. Wir müssen nur tierisch aufpassen vor den Hexen. Zwei sind da. Einer kommt. Okay, den erwischen wir. Das war ein Auftragsmord. Okay, da wäre ich eine Spinne. Da ist der nächste. Seht ihr? Wow, shit. Wow. Wow, fuck. Da habe ich mich erschrocken. Eine Reaktion wie eine Schlaftablette. Krass. War nicht so geplant. War nicht so geplant. Und den anderen hat es auch gleich mitgenommen, oder was? Durch die Druckwelle oder wie? Wo ist denn der andere? Wo ist denn der andere? Da war doch noch einer. Verrückt hier. Das kann ich nicht mit aufnehmen. Das ist irgendwo hier keine Spinne. Ist jetzt schon wieder aufregend hier. Hängt die auf dem Baum die Spinne ab oder was? Keine Ahnung. Leute, was machen wir denn jetzt? Scheiße, die Aufnahmeseason ist gleich vorbei. In 30 Sekunden. Ich kann das schon wieder nicht mitnehmen. Warum denn nicht? Weil Mist hier schon wieder drin ist. Oh, aber ich bin auf euch. Oh, Hilfe. Du Arsch. So. Voll mit der Axt auf die Ohren gekloppt. Oh, mich erschrocken, ey. Krass. Das ist aber sehr heimtückisch hier. Und da liegt hier auch noch Gehirn rum, ey. Ist ja widerlich. Gestört beim Arbeiten hier. Ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Die Aufnahme ist gleich vorbei. Ich will ja noch irgendwie mindestens Sitzdecken da voll kriegen. Weil wäre doch blöd, wenn wir das hier liegen lassen würden, oder? Wir können ja mal hier erstmal noch mitnehmen. Guck mal, ist auch eh angefangen. Blub. Alter, die Geräusche von der Spinne, die geht mir voll auf den Sack. Ey, wo ist denn die? Hallo, Spinne, Spinne! Ach, wir wollten uns ja mal die Lava angucken, ne? Oh. Die sieht geil aus. Ja, und jetzt kommt sie an die Rand, ne? Und will mich da reinschubsen. Ne, ne, der Plan, der geht nicht auf, Leute. So, jetzt würde ich ja gerne mal wissen, wo ich hier meine ganzen Dinger da abgebaut habe. Ich glaube, wir sind von da gekommen. Weil vielleicht sind ja hier dann noch so... Genau, das habe ich gesucht. Das nehmen wir uns nämlich mit hier. Weil es wäre ja blöd, wenn wir die liegen lassen würden. Da ist auch noch eins. Das war so der Plan. Dann haben wir die wenigsten. Wie viel haben wir? Oh, 11 Stück. Ja, das reicht locker. Das reicht gut. Da können wir nicht beim nächsten Mal wieder anbauen. Also wir müssen jetzt nicht zwingend hier irgendwie was machen. Weil, Leute, die Aufnahmeseason ist vorbei. Ja, da können wir jetzt nichts machen. Ich kann jetzt noch eine vierte ranhängen, wenn ihr wollt. Und dann beginnen wir quasi mit der vierten dann, wenn wir dann gleich in den Admin-Shop reingehen. Wäre eine Möglichkeit. Wenn man es so machen möchte. Ja. Aber ich bin unzufrieden, Leute. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Sag mal, sieht ihr mich nicht, oder was? Jetzt. Ja. Du hast ja keinen Platz im Inventar. So ein Scheiß. Ja, Leute. Ich muss jetzt hier die Aufnahme beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.